Sehr geehrter Herr Präsident, Herr Bundesminister, geschätzte Damen und Herren, wir haben es hier mit einem Antrag zu tun der Regierungsparteien, wo Gelder verschenkt werden wieder. Ein sogenannter Teuerungsausgleich zum x-ten Mal. Und jetzt geht es um die Quartiergeber von Asylunterkünften, die in Österreich sprichwörtlich wie die Schwammerl aus dem Boden schießen aufgrund der verfehlten Asyl- und Zuwanderungspolitik dieser Bundesregierung. Besonders perfide ist aus meiner Sicht, dass dieser Antrag, wo es immerhin jetzt einmal um 11 Millionen zusätzlich geht, für dieses System nie im Ausschuss, im Innenausschuss besprochen wurde. Also das war ein Fristsetzungsantrag, der uns hier auf den Tisch geknallt wird und das jetzt zu später Stunde da ohne große Öffentlichkeit verabschiedet werden soll. Um was geht es denn konkret? Die Bundesregierung begründet das damit, dass aufgrund der gestiegenen Gebäude- und Energiekosten ja die Quartierbetreiber, ob das jetzt private sind oder auch organisierte, ja höhere Kosten haben. Ja, unter der Teuerung, unter den höheren Energiekosten leiden und stöhnen die Österreicher ja insgesamt. Aber statt dass diese Bundesregierung hergeht und wirksame Maßnahmen setzt, so wie das andere Länder auch machen, um einmal die Teuerung ein bisschen in den Griff zu kriegen, ja, weil die Menschen können sich das Wohnen vielfach nicht leisten, sie können sich die Energiekosten, die Treibstoffe nicht leisten, sie können sich den täglichen Warenkorb, die Lebensmittel oftmals nicht leisten. Menschen überlegen schon, ob sie es jetzt anpacken müssen oder zwei leisten können. Ja. Und was macht die Regierung? Nichts dagegen. Sie geht her und verschenkt wiederum Millionen an Steuergeld in das nicht funktionierende, dysfunktionale Asylsystem, meine Damen und Herren. Und besonders interessant, und übrigens die Gelder, die jetzt hier beschlossen werden, das ist zusätzlich, der Kollege Kassacker wird da noch Zahlen auch aus der Steiermark nennen, zusätzlich zu den vielen Millionen, die in der Grundversorgung schon ausgegeben werden und zusätzlich zu den Milliarden, die uns das Asylsystem insgesamt kostet. Alleine eine Milliarde im Bereich des BMI und viel, viel, viel weiteres Steuergeld im Bildungswesen, im Gesundheitswesen, im Sozialsystem und so weiter und so fort. Und im Gesetzestext steht ja interessanterweise auch drinnen, Ziel dieser ganzen Maßnahme, ja, das bitte ein bisschen um Aufmerksamkeit, Ziel ist es, die Bereitschaft zur Bereitstellung von Unterkünften aufrechtzuerhalten, beziehungsweise, und jetzt kommt's, die notwendige Schaffung neuer Quartiere zu unterstützen. Das heißt, diese Bundesregierung rechnet mit einem weiteren Anstieg der Asylzahlen und rechnet mit einem weiteren Bedarf an dementsprechenden Unterkünften. Deshalb werden diese Geldgeschenke jetzt gemacht und das ist eigentlich eine Frechheit in Zeiten wie diesen, meine Damen und Herren. Das ist ein Schlag ins Gesicht der Österreicher, die fleißig arbeiten und nicht mehr über die Runden kommen, weil am Ende des Geldes noch so viel Monat überbleibt, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und die ÖVP behauptet ja, obwohl sie da hineinschreibt, die Schaffung neuer Quartiere ist notwendig, behauptet jetzt, wir haben angeblich einen starken Rückgang bei den Asylzahlen. 40% habe ich gelesen. Na bitte, das sind ja Fake News allerersten Güte, Herr Minister. Ich weiß ja nicht, mit welchen Zahlen Sie das verglichen haben, dass Sie auf diesen starken Rückgang kommen, mit dem Dezember, mit November, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Aber wenn man sich den Jänner anschaut, und der Jänner ist ja traditionell aufgrund der Witterung auch ein eher schwaches Monat, was die Zuwanderung betrifft. Das ist ja, spielt sich ja mehr im Hochsommer ab, im Herbst, ja, das Ganze. Ich habe mir das angesehen. Wir haben heuer, und das sind Zahlen aus Ihrem Ressort, Herr Minister, wir haben heuer im Jänner 2023 4.288 Asylanträge. Im Jänner des Vorjahres, und das ist ja der logische Vergleichszeitraum, haben wir 3.349, also um 28% mehr als im Vorjahr. Und ich habe mir auch den 10-Jahres-Schnitt ausgerechnet, also der Mittelwert der letzten 10 Jahre im Jänner bei den Asylantragszahlen ist 2.740. Ist um 58% mehr, um 58% mehr Asylanträge heuer im Jänner als im 10-Jahres-Schnitt. Und die ÖVP erzählt uns dann ein Märchen von einem starken Rückgang und einer Asylbremse, die angeblich wirkt. Das ist eine Schmähpartie, mehr ist das nicht, Frau Kollegin Crisper. Ich weiß nicht, warum Sie die Regierung da jetzt verteidigen. Aber wie überall bei den großen Themen machen das die Regierungsparteien im Verbund mit NEOS, im Verbund mit der SPÖ. Das zeigt wieder, in diesem Land gibt es zwei politische Kräfte, die Freiheitliche Partei und alle anderen, die sogenannte Einheitspartei, meine sehr geehrten Damen und Herren.
Und was wir brauchen, sind nicht zusätzliche Millionen in das nicht funktionierende Asylsystem. Was wir brauchen, ist ein echter Grenzschutz, sind Pushbacks, sind Rückführungen, sind Maßnahmen, um Österreich auch in der Sozialpolitik zu deattraktivieren für die ungebetenen Gäste aus aller Herren Länder. Und ich bringe jetzt einen Entschließungseintrag ein. Auf die Idee hat mir eigentlich, ich meine, wir fordern das schon lange, aber der Innenminister hat mich angeregt, das neu zu machen, denn noch eine Zahl: im ersten Halbjahr 2022 sind 12.697 Asylverfahren negativ entschieden worden. Letztinstanzlich Abschiebungen hat es nur 1.602 gegeben. Also hier wird nicht abgeschoben, auch bei Leuten, die per Gerichtsentscheid gar nicht mehr hier sein dürfen. Nach Afghanistan wird gar nicht abgeschoben. Der Innenminister hat gesagt vor kurzem in den Medien, er wünscht sich wieder Abschiebungen auch nach Afghanistan und Syrien. Syrien ist eh klar, gibt es kein Problem, verstehe ich nicht, warum wir nach Syrien nicht abschieben. Googeln Sie das einmal, es gibt Reisebüros, die vermitteln mittlerweile Urlaubsreisen nach Damaskus, und wenn man da Urlaub machen kann, verstehe ich nicht, warum wir nicht zumindest in den Großraum Damaskus abschieben können. Und was Afghanistan betrifft, stelle ich jetzt den Entschließungsantrag, der Nationalrat wolle beschließen. Die Bundesregierung wird aufgefordert, schnellstmöglich dafür Sorge zu tragen, dass Abschiebungen nach Afghanistan wieder durchgeführt werden. Meine Damen und Herren von der Regierungspartei, hören Sie auf, den Menschen Sand in die Augen zu streuen. Hören Sie auf, mit falschen Zahlen zu operieren und zu sagen, Sie haben das Problem im Griff. Machen Sie endlich eine ordentliche Asylpolitik und hören Sie auf, unsere Steuermillionen, die wir dringendst woanders brauchen, hier für dieses falsche und nicht funktionierende Asylsystem zu verschwenden, dass sich die Quartierbetreiber eine goldene Nase verdienen.